Konzentrierte Gesichter bei den DFB-Frauen. Nach der historischen Pleite im letzten EM-Gruppenspiel gegen Norwegen ließen die deutschen Nationalspielerinnen nur kurz die Köpfe hängen. Die Mannschaft steht im Viertelfinale. Dort wartet mit Italien bereits der nächste harte Brocken auf den Titelverteidiger. Ja, die Stimmung ist sehr gut. Also nach dem Norwegen-Spiel war sie natürlich nicht so gut. Das ist ja irgendwo selbstverständlich. Aber jetzt von Tag zu Tag ist die Stimmung immer besser geworden. Ja, die Mannschaft ist sehr fokussiert auf das Italien-Spiel morgen und ja, wir können es eigentlich kaum abwarten, dass es losgeht. Neuen Mut schöpfen die Spielerinnen auch aus dem Zuspruch der DFB-Spitze. Präsident Wolfgang Niersbach stellte sich zusammen mit Generalsekretär Helmut Sandrock hinter die Mannschaft und Trainerin Silvia Neid. Das Duo wird das Team am Sonntag live vor Ort im schwedischen Växjö unterstützen. Wir haben eine junge Mannschaft, wir haben in der Tat viele, viele etablierte Spielerinnen nicht dabei. Da hilft es natürlich auch nicht jammern weiter, das ist klar. Aber ich glaube, wir sollten da jetzt wirklich nicht alles so schwarz malen. Wir sind jetzt optimistisch. Die Mannschaft braucht jetzt sicherlich am Sonntag auch einen guten Tag, ein gutes Spiel. Und dann glaube ich, nach wie vor ist im Turnier alles möglich. Und deshalb gehen der Präsident und ich auch darüber, in der Hoffnung, dass das sozusagen auch nochmal ein bisschen hilft. Trotz der mentalen Unterstützung wird es ein schwieriges Spiel für die rund erneuerte Mannschaft um Spielführerin Nadine Angerer. Die Italienerinnen gelten als sehr unbequemer Gegner. Wir wissen alle, dass Italien eine gute, spielerisch gute Mannschaft hat, dass sie das Kombinieren lieben, dass sie sehr zweikampfstark sind, dass sie nickelig sind und dass sie einfach schwer zu bespielen sind. Sie machen aus einer halben Chance ein Tor, das zeichnet sie auch aus. Helfen könnte der DFB-Elf auch die Erinnerung an die zurückliegende EMN-Runde. Vor 4 Jahren trafen die Deutschen ebenfalls im Viertelfinale auf Italien. Damals setzte sich die Auswahl Knights mit 2:1 durch und holte 6 Tage später den Titel.